Außer du machst eine Gruppe und rufst dann alle an. Nein, das geht aber nicht für alle auf einmal. Ich sing Film. Wait. Okay. Ich sing Film. Da wird ein Film. Não dá para contar com isso, né? No, it's not on Zoom, sorry. So only you're getting it, all right. But it will be filmed. No. No. Sorry, not. P-A-U-L-O. Silber. Yes, ja. Haben kein Fest, aber ich bin rausgegangen. Okay, danke. Franz Dieli ist da. Kannst du mal sagen, den ersten Stolperstein habe ich. Ja, herzlich willkommen zur Stolpersteinverlegung hier für die Familie von Siegfried Feist zunächst. Wir freuen uns besonders, dass die Angehörigen hier sind. Die sind natürlich auch wegen dem Festakt gestern schon hier gewesen. Siegfried Feist war der letzte Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Solingens, bevor die Gemeinde zwangsweise von den Nationalsozialisten aufgelöst wurde. Ja, angeregt wurde diese Stolpersteinverlegung tatsächlich von Elli Paran Feist, das ist die Enkelin von Siegfried Feist. Die ist hier, ganz kurz, darf ich kurz unterbrechen? Ja, möchte sie uns auch begrüßen. Das ist hier Elli. Guten Morgen, Elli. Ja, guten Morgen, Elli. Du wolltest nicht mehr nach Deutschland kommen. Elli ist in Seattle, in den USA. Aber sie findet es sehr schade, dass sie nicht, hier nicht ist, aber wir tun unser Bestes, dass sie mitmachen dabei kann. Dabei und das ist also. Ich zeig dir, wir sind hier, was? 30 Personen? Das war leider etwas kompliziert mit der Stolpersteinverlegung. Wir haben die Stolpersteine tatsächlich schon seit, 2020 sind die schon bestellt gewesen. Und durch Corona hat sich das alles immer weiter verschoben, weil ja die Angehörigen wollten natürlich gerne dabei sein, aber mit dem Reisen war es nicht so einfach. Auch jetzt ist es noch nicht so einfach, aber wir haben jetzt gesagt, zum Anlass dieses 150 Jahre Solinger Synagoge machen wir das jetzt. Es geht ja auch darum, dass die Geschichte der Familie Feist präsent ist. Also wir haben hier in Solingen inzwischen 123 Stolpersteine verlegt, jetzt kommen 8 weitere dazu und diese Form der Erinnerung führt auch dazu, dass diese Geschichten in der Erinnerung präsenter sind. Als Herr Demnig angefangen hat mit dem Projekt, hat er zu Beginn nur Stolpersteine für Opfer verlegt, die ums Leben gekommen sind. Er hat das irgendwann geändert, weil es dann Situationen gab, wo für Familien, für die einen wurden die Stolpersteine verlegt, aber die anderen Namen wurden nicht genannt, weil sie eben nicht, weil sie das Glück hatten, noch rauszukommen. Aber Opfer sind sie natürlich trotzdem in gewisser Weise geworden und dann hat er das geändert. Und wir haben das jetzt in Solingen, handhaben wir das so, dass wir, wenn wir für Überlebende Stolpersteine verlegen, versuchen Angehörige zu finden und sie zu fragen, ob das für sie okay ist, ob sie das unterstützen, weil wir uns nicht anmaßen möchten, irgendjemanden als Opfer zu definieren. Also es gibt durchaus Familien, die sagen, wir möchten das nicht und dann akzeptieren wir das natürlich auch so.
wir freuen uns, dass wir hier jetzt auch an die Familie Feist erinnern können. Es war eine alteingesessene jüdische Familie in Solingen neben der Familie Koppel und der Familie Michelson, die beide, alle drei in der Stahlwarenindustrie sich etabliert haben, nachdem Mitte des 19. Jahrhunderts die jüdischen Familien überhaupt anfangen konnten, sich auch in beliebigen Berufen zu engagieren und eben nicht nur Metzger und Kleinkrämer sein durften. Da gab es eben unter anderem diese drei Familien, die die Chance ergriffen haben, sich da zu etablieren. Die Familie Feist kam ursprünglich aus Linz am Rhein. Es kamen mehrere Brüder. Josef Feist war einer derjenigen, die hier eine Firma gegründet haben, ursprünglich Klempnerei bedarf. Sie haben unter anderem die Dachrinnen am Haus des Oberbürgermeisters installiert und irgendwann haben sie ihr Geschäftsfeld auf Bestecke und Messer, auf Korkenzieher erweitert. Das war dann ihr Hauptgeschäftsfeld. Ja, und Siegfried und Alfred Feist, die beiden Brüder, für deren Familie wir heute Stolpersteine verlegen, die haben dieses Familienunternehmen weitergeführt und auch durch schwierige Zeiten, Erster Weltkrieg und Weltwirtschaftskrise, recht erfolgreich weitergeführt, zusammen mit ihren Söhnen. Die waren als Vertreter vor allen Dingen unterwegs. Es war ein international tätiges Unternehmen. Wir reden jetzt hier über die Firma von Josef Feist, Omega Werk. Da gehen wir gleich auch bei der anderen Stolpersteinverlegung hin. An der Kölner Straße war das. Das Gebäude steht inzwischen nicht mehr. Eigentlich wäre das auch der Ort gewesen, wo wir die Steine für die Familie von Siegfried Feist hätten verlegen sollen, denn da haben die lange Zeit gelebt. Und hier haben sie erst tatsächlich kurz vor ihrer Flucht nach Belgien dann gelebt. Sowohl Siegfried als auch Alfred Feist sind in der Pogromnacht verhaftet worden, haben eine Nacht im Polizeigefängnis verbracht. Sie mussten ihre Firma aufgeben, verkaufen. Es ist hier in dem Fall gelungen, das an eigene Mitarbeiter zu übergeben, die die Firma dann fortgeführt haben. Und die Familie von Alfred Feist hatte das Glück, dass sie damals nach Portugal konnten, wo es Geschäftsbeziehungen gab. Siegfried Feist war der letzte der Brüder, der noch hier geblieben ist und versucht hat, das Geschäft noch abzuwickeln. Es wurden ja auch, es ging auch um Grundbesitz, es ging darum, dass noch restliche Ausstände hofften sie irgendwie eintreiben zu können, damit sie wenigstens noch ein bisschen was an Devisen hatten, um ins Ausland dann gehen zu können. Also offiziell wurde ihnen im Prinzip alles Guthaben, was sie hatten, abgeknöpft. Also sie durften nichts mitnehmen. Das nannte sich dann Reichsfluchtsteuer im Nazi-Jargon. Sie sind also, ich weiß nicht, in einem Fall mit 10 Mark in der Tasche quasi aus Deutschland geflohen. Siegfried Feist war also der Letzte, der noch hier gelebt hat. Das war hier ein ehemaliger Mitarbeiter aus seiner Firma, wo er unterkommen konnte. Und er ist mit seiner Frau Emilie dann nach Belgien gegangen. Sein Sohn Paul mit seiner Frau Hilde waren schon zu der Zeit in den USA. Sie sind dann allerdings, es war einfach zu spät, nicht mehr aus Belgien rausgekommen. Siegfried Feist ist 1943 in Antwerpen verstorben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie Emilie dann in Belgien überlebt hat. Sie hat überlebt und ist nach dem Krieg dann zu ihrem Sohn in die USA ausgewandert. Die Schwiegertochter Hilde ist recht früh verstorben. Also Elli war, weiß ich nicht, 2 Jahre oder anderthalb. Ich kann Sie fragen. Ja, bitte. Also. Hallo Elli, wie alt warst du, als deine Mutter gestorben ist? 2 Jahre. 2 Jahre, ja, ja. Ja, also es waren... Ja. 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 Ich habe sie nie gekannt. Ja, keine Erinnerung, nein. Ja. Keine Erinnerung, keine. Ja, das ist natürlich, ja. Also Elli sagt gerade, sie hat ihre Mutter Hilde nicht mehr in Erinnerung. Sie war 2 Jahre alt, als sie gestorben ist. Das waren natürlich harte Zeiten auch für Paul, der dann mit dem kleinen Kind erstmal allein war. Er hat dann nochmal geheiratet.
Aber auch seine zweite Frau ist relativ früh an Krebs verstorben. Also wir haben schon ein schweres Schicksal gehabt. Ja, nach dem Krieg kam dann wieder Kontakt nach Solingen. Es gab dann auch Versuche, die Firma wieder, ja, also die Zahlungen damals waren natürlich nicht so, wie man das unter normalen Umständen der Verkauf hätte regeln können. Und da gab es Nachverhandlungen, die waren nicht immer ganz einfach, aber im Großen und Ganzen hat man sich, glaube ich, am Ende wieder irgendwie geeinigt. Ne? Also es waren ja auch Nachfahren dann nochmal hier und haben hier auch gearbeitet, teilweise in der Firma. Ne? Also Sie meinen jetzt, jetzt reden Sie mit mir oder mit Ellie? Also von unserer Seite weiß es ist, ich glaube, bin ziemlich sicher, dass mein Großvater Henrik Weiß hat einiges geschafft, noch ein Vermögen nach Portugal zu bringen. Und dann hat er die Fabrik musste er tatsächlich verkaufen, also die Omega. Aber und nach dem Krieg hat er die Entschädigung gekriegt, aber er hat weiter mit Omega Geschäft getrieben. Zwar nicht als nicht mal als Inhaber oder sowas, aber gut, er war ein gutes Geschäftsmann und ich habe auch immer noch als Kind immer wieder ab und zu wieder gewisse Omega Gegenstände in Portugal noch gesehen, die schon nach dem Krieg entstanden hergestellt worden sind. Also ja, das ja. Ist das. Ja. Und er hat genau. So. Ja. Begrüßen möchte ich auch die Paten der Stolpersteine. Wir haben hier den Stein von Siegfried Feist, da ist die Möni Quarch. Für die Emilie Feist hat Gabi und Enno die Patenschaft übernommen. Ja. Enno Hahn sieht uns heute leider nur noch von oben zu. Er hat aber damals noch mitbekommen, dass ihr beide die Patenschaft übernommen hat. Er ist leider verstorben und konnte das nicht mehr miterleben. Er hat das schöne Wetter geschickt. Das glauben wir ganz fest. Ja. Die Familie Schlüter hat den Stolperstein für Paul Feist übernommen. Da hinten, genau. Und die Frau Wallstabe, war die auch hier? Die hat. Da hinten ist die Frau Wallstabe, genau. Die hat die Patenschaft für die Hilde übernommen. Gut, und ja, die. Die Herren mit der Zementkelle von Aquaris, von der Hasseldelle und ja, die helfen, haben uns jetzt schon öfter geholfen bei der Stolpersteinverlegung und wir freuen uns, dass sie das auch heute hier für uns machen können und dann, ja, waltet eures Amtes. Dann. Ja. Darf ich mal einen haben, was ich hier höre? Oh, schön. Okay. Ja, wäre schön gewesen, wenn man das vorher gewusst hätte. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich hätte, dass sie höher sind. Dann nee. Da muss auch noch ein bisschen Mörtel drunter. Nee, das wird jetzt länger dauern. Da muss ich den Schotter aufbuddeln. Das geht nicht mal so eben. Okay. Das hätte ich wissen müssen, dass die höher sind. Weil hier ist direkt Tragschicht drunter. Das wird so nichts. Ja. Das ist, ja, aber die sollen ja in Mörtel sitzen, ne? Ja, tut mir leid, da muss ich noch mal ran. Das geht jetzt nicht so schnell. Alles wieder ausbauen. Ja.
ja, darauf zu warten, lohnt sich jetzt wohl nicht. Außerdem, ja, das sind die immer so hoch. Sind die immer so hoch? Eigentlich haben die immer die gleiche Höhe, aber bisher hat es immer gepasst. Ich weiß nicht. Nein, ja, das ist komisch. Die sind irgendwie anders, ne? Ja. Ja, ich mache das jetzt. Ich mach das jetzt eben fertig. Und das wird halt ein bisschen dauern, ne? Das, ihr dürft gerne schon mal zum nächsten weiterziehen. Ich lasse mir nicht eigentlich so gerne auf die Finger gucken. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute, die Angehörigen der Familie Feist, heute hier sind. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die Patenschaft übernehmen darf für den Siegfried Feist. Und für mich schließt sich heute tatsächlich ein kleiner Kreis. Ich bin hier vorne auf der Katternberger Straße aufgewachsen. Aus meinem Kinderzimmerfenster habe ich immer auf Omega geschaut. Das ist mir also sehr präsent, dieses Bild. Später habe ich dann mit meiner Familie hier vorne Katternberger Straße 24 gewohnt. Da war der Emil Kronenberg der Hauseigentümer und für den wollte ich damals einen Stolperstein haben. Du hast es eben selbst gesagt. Genau. Deswegen freue ich mich sehr, jetzt hier sozusagen auf der gleichen Linie diesen Stolperstein haben zu dürfen und bedanke mich, dass Sie alle da sind und bedanke mich für die Ehre. Okay. Vielleicht wollen Sie ganz kurz mit Elli, das ist die Konzertin. Hallo Elli, ich übernehme den Stolperstein von dem Siegfried Feist und freue mich sehr darüber. Alles Gute nach Seattle. Sehr schön. Er hat 2004 die Schirmherrschaft für den Unterstützerkreis Stolpersteine übernommen. Er war damals Oberbürgermeister und ja, hat das mit initiiert mit dem Solinger Appell und wer war noch alles dabei? Internationale Frauentreff. Genau, es eine gab da. Ja. Erste Stolperstein 2004. Ja. 2004. Und ja. Zwar in der Clemens-Morn-Straße. Genau, das waren damals die Stolpersteine für die Familie Dessauer, die wir da jawohl, als allererstes verlegt Samuel, haben. Samuel, Margarete und wer war das dritte? Marianne? Nee. Margarete. Samuel, Margarete und dann Heinz. Heinz, genau. Ich hab's. Danke. Gut. Ja, jetzt haben wir hier die Steine für die Familie von Alfred Feist.
Und Heinz, der Sohn von Alfred und Rosel Feist, war der Vater von Renata. Mhm. Also Rui erzählt jetzt. Der dann ein paar Wörter erzählen. Vielleicht wir können die Kamera übernehmen, das Filmen für die Ellie. Dass die Ellie die, das Event. Ja, also ich stehe hier. Ich habe ein paar Wörter. Weil es gibt verschiedene, viele Mitglieder der Feist-Familie, die in Portugal sind und sie verstehen kein Deutsch. Ich hatte mich vorbereitet, mehr auf Englisch zu reden, aber es gibt so viele Teilnehmer hier. Ich werde also zweisprachig ein paar Wörter sagen. Das ist, damit es ein bisschen lauter wird. Ist nicht lang. So. Also, ich sage zuerst auf Englisch und dann übersetze ich auf Deutsch. First of all, I'd like to thank the city of Solingen for organizing this tribute to the memory of our ancestors, Alfred, Rosa, Heinz and Mathilde. I'm referring to these ones because we were already upstairs with the stones of the ancestors of Ellie. We are enormously grateful for the work and very warm assistance carried out for a number of years by the city and a number of individuals who I will name later. Thank you very much to the Mayor, Oberbürgermeister of Solingen, for inviting these members of the family on this occasion, which is not the first. We were here, I think it was 2012, no? 10. Sorry, and then again in 2018, when the Stolperstein for Anna Rüppel was laid. Also, wie gesagt, ich bedanke mich für die Soldingen, für das Organisieren von diesem Event, dieser Veranstaltung im Gedächtnis von unserer Familie und insbesondere diese vier Stolpersteine von Alfred, Rosa, Heinz und Mathilde. Und wir sind uns sehr dankbar für die für das wärmste Empfangen und für die unermüdliche und sehr freundliche Arbeit, die mehrere Personen hier getan haben für unsere Familie und auch für an der Herr Oberbürgermeister, dass er uns eingeladen hat für diese Gelegenheit, die dritte ist. Wir waren zum ersten Mal 2010 eingeladen. Also für die ich möchte nennen, die von den Leuten, die hier diese unermüdliche Arbeit für unsere Familie getan haben und immer noch diese Veranstaltungen organisieren, nennen Michael Sandmüller, Horst Sassin und Daniela Tobias. Und auch ein Herr Willi Kuke, der ist, glaube ich, nicht mehr konnte, ist nicht dabei, hat auch eine sehr interessante Broschüre mit Interviews an meinen Großvater. Heißt, wir waren eine angesehene Familie. So I was thanking the some individual who carried and who are still carrying out very a lot of work for which we are very thankful for our family, Michael Sandmüller, Horst Sassin and Daniela Tobias, and I also named Willy Kulke, who wrote a very an excellent brochure with interviews from my grandfather Henrik. And I thank also my relatives who came from far away. The one that came father was Isabel. There she is. And well, I hope I'm going to forget several. And, yesterday we had the good news that also Teresa from Portugal was a last minute decision to come and is very welcome. Also have my brother Paulo, and with his two sons, David and Tomás, my mother, of course, who's is very important. Sorry. I hope you're not the last. Did I forget anyone? Hopefully, yes. Yes. So I have also my Hugo. Hugo is not the direct descendant of the Feist. Hugo and his... where is Hugo? There he is. And his... his partner, but Hugo is a grandson nephew of Mathilde. Okay.
Maria Mathilde was the wife of Eric, and he also came. He's living in Munich, which is of course very convenient, and he decided to come, and we are very happy to have his joyful presence with us. Also, wie gesagt, ich habe verschiedene Mitglieder von meiner Familie bedankt, dass sie hier sind. Meine Mutter, von Eric und von Mathilde. Dann habe ich auch meine zwei Cousinen von mir. Das ist der Isabel. War ich auf Deutsch oder auf Englisch jetzt? Deutsch. Die kommt von Oregon, sehr, sehr weit. Und kurzfristig meine Cousine Therese und ihr Mann, das wurde uns erst gestern oder vorgestern kurzfristig angekündigt. Sie haben sich letzte Minute entschieden, doch zu kommen, was natürlich ganz toll ist, dass wir uns doch die Möglichkeit haben, uns wiederzusehen und hier teilzunehmen. Dann habe ich meine Frau Doris, meine zwei Kinder, die Clara und die Lisa. Paolo, mein Bruder, und die Söhne Tomas und David, und Hugo. Hugo ist der Onkel, wie sagt man sowas auf Deutsch? Großneffe. Großneffe von Mathilde, die ist die Gattin von Erik. Freunde, die hier gekommen sind, und das ist also... gibt sich so eine Gelegenheit, mehrere Freunde, die Wilhelm Koprien aus Lippstadt gekommen und hier auch nicht so ganz weit, aber auch, ich freue mich auf Rosanna und ihre zwei Kinder, die hier in ich hatte keine so ausführliche Liste. Also Isabel ist auch mit ihrem Mann Mark und ihrem Sohn Alex gekommen aus Oregon. So sorry, back into the English. Isabel came with her husband Mark and her son Alex, also from Oregon. And did I miss anyone? No. And my apologies. Maybe you should come a bit near so that I didn't prepare such a big list. So the further you are, the apologies. I don't have a list of everyone here, so that's it. So, I also send a hug to Ellie again. And to her family who are in Seattle. This laying of the stopper stones was postponed several times due to COVID. In the meantime, Ellie and Michal and her family moved from Israel to the Seattle, so it got a bit more difficult for them to come here. So Ellie is following the event on WhatsApp, and the others will have to see then the recording we are doing, because I didn't organize a big Zoom event. So Ellie, we already talked to her, but she had sent a written message which I'm going to read. It is with heartfelt sadness that circumstances have prevented us from being present. You're not forgotten, and Solingen has not forgotten. Also ich habe soeben verschiedene Mitglieder der Familie, in der Welt sind begrüßt. Einige, die Ellie folgt direkt, die anderen Mitglieder werden die Aufnahme sehen. Und wie gesagt, Ellie ist sehr traurig, dass sie hier nicht ist, aber bei der Gelegenheit, ich bitte, dass wir alle zusammen sagen: Hallo Ellie, okay? Eins, zwei, drei. Hallo Ellie! Ja, sie winkt. Ja, gut. Jetzt erzähl jetzt ein bisschen über die... So, jetzt fange ich auf Deutsch und dann geht er rein auf Englisch. So, also, Alfred war der Eigentümer vom Omega, und Heinz war der Sohn, und er hatte mehrere Verkäufe, und Heinz war zuständig für einige Länder, und er hat die Messe verkauft, glaube ich, in Schweden, war zuständig für den portugiesischen Markt und auch für die iberische Halbinsel.
Und da habt ihr Mathilde getroffen. Also er ist da zu einem Ball beim deutschen Club oder sowas? Ja, ja, ja. 1. März 1930. Und er hat auch die Mathilde getroffen und sie haben sich irgendwie, ja gut, verstehen. Aber das war keine, das hat lange gedauert, weil er ist immer weggegangen und zurück und er hat sie irgendwie nie richtig sich entschieden, was irgendwie eine, wie sagt man das auf Deutsch, also einen Antrag zu stellen. Und irgendwann mal hat die Mathilde hat ihm auch gemocht, aber sie hat irgendwie, normal hatte sie gewisse Liebeskummer und das waren schon 2 oder 3 Jahre und er kam wieder und sowas. Und dann hat ihre Mutter gesagt, ja, und ihre Mutter hat gesagt, jetzt musste sie ihm ein Ultimatum stellen. Und dann hat sie tatsächlich ihr ein Ultimatum und gut, dann haben sie geheiratet. Genau. Und sie sind dann nach Solingen gezogen. Und also darüber empfehle ich, dass man dieses Buch von Willy Kucker liest. Das ist sehr interessant. Und zu einem bestimmten Punkt, die Lage wurde sehr schwer, weil es ist so, sie haben hier gewohnt und sie sind hier gelaufen, also wir sind an der Stelle eigentlich, und sie haben bestimmte Bekanntschaften gesehen und sowas, und die Bekanntschaften sind auf die andere Straße der Straße gelaufen, weil sie dürften sich nicht kreuzen oder wollten Juden nicht kreuzen oder was auch immer, also so traurig war es. Und dann sie sind nach Portugal, sie haben, wie war das jetzt? Sie haben, sie sind nach Portugal gezogen. Komm. Also, sie sind nach Portugal gezogen 37. 37 und. Henrique war schon Portugieser. 36. Já tinha naturalizado português em 1936. Já prevendo o ambiente mau. Also, Heinz hatte inzwischen hieß Henrique, hatte sich die Staatsangehörigkeit Portugiese beantragt und gekriegt. Und dann und war schon, hatte schon sein Leben in Portugal angefangen sozusagen. Und dann gab es die Eltern waren noch hier, Alfred und Rosa. Ja. Und nach der Reiskristallnacht, dann ist die Sache war ziemlich klar, dass hat er keinen Punkt hier zu bleiben. Also Alfred ist bei Schutzhaft auch drei Nächte. Und sie ist vom Gefängnis sozusagen gerettet worden von einem guten Freund, der nicht Jude war, war einfach ein guter Mensch. Tut mir leid, dass ich auch nicht über die kleinen Details alles so viel weiß, aber der Vater von Isabel und von Therese hat hier noch bis er 1,5 Jahre war, hat er gewohnt. Bis 38. Er ist in Portugal geboren und ist hier ein Jahr, dann 6 Monate in Brasilien und dann hier ein Jahr. Gut. Gut, also. Und dann sind Sie wieder nach Portugal. Es war nicht geplant, dass der Vortrag so weit ging, aber schadet nicht. Also, now a few words in English. For the other ones, no, the English lecture will be a bit more complete in view of the new data. Sorry. So, Alfred owned the Omega factory of cutlery, and Heinz sold the knives in several countries. He was responsible, among others, for the Portuguese market and Sweden, and also Portugal. And in Portugal, he met Mathilde. Just a minute. He met her at the ball of the German club. And they got along together, but Henrique, he was...
not very much of the decisive tip or whatever. And so he went away several times because he was, of course, traveling. And I think it took about 3 years until they got married, and it was not the decisive step was taken by Mathilde, who was she was fed up, and she liked him, and said she asked her mother what she should do, and her mother told her she should make an ultimatum, and that's what happened. So he said, now either you marry me or I look for someone else, and that is what happened. So they got married, then there was a sequence of events. They were married in, I think, what? They married in Lisbon. Married in Lisbon, yeah. So they were here then. Of course, then they were also in Brazil. So the first son was born in Lisboa, but then the first son also spent some 1 year here, no? A year and a half. Okay. So I think, and in 1938 there was the Kristallnacht, and the Alfred was put into jail for three nights. Was a friend of a German local. A good friend of him got him free from jail, and then they went to Portugal. Also, the great Alfred and Rosa. Now, also ich sage from the Feist family, those who lived here, my grandparents and great grandparents, can be regarded as very fortunate. Because very often you see stop sign Legung, they putting the stop sign, and you see ermordet Auschwitz, ermordet Bergen-Belsen. So these ones, they were the fortunate. Of course, this is not a nice thing to have to immigrate, but we have to. These ones belong to the fortunate. They were young when they left. Alfred and Rosa had more trauma because they're older, and Alfred spent 3 days in jail. But Heinz already had some roots in Portugal, where Mathilde came from, and their immigration turned into a success story as he built up a fruitful business, had 3 sons and a daughter, and the descendants number now about 50. And in Portugal, they found a home and warmth. Also, von der Feist Familie, die Namensgeber von diesen Stolpersteinen, die gehören zu denjenigen, die Glück gehabt haben, weil meistens sind die Stolpersteine, steht da ermordet Auschwitz oder Bergen-Belsen oder sowas. Also das ist schon eine, auch schön, dass man trotz, dass sie überlebt haben und dass immer noch mehr Stolpersteine in ihrem Gedächtnis gelegt werden. Also Alfred und Rose hatten sicher ein bisschen mehr Trauma, vielleicht wenn sie älter waren. Und Alfred war drei Tage im Gefängnis. Aber Mathilde und Heinz, die haben eine Familie, ein erfolgreiches Unternehmen und eine glückliche Familie in Portugal gegründet, die inzwischen Kinder. Und dann gibt es Urenkelkinder und dann noch. Also Teresa ist schon inzwischen Großmutter. You are already grandmother, so it is the. So let's say it. So Teresa was the granddaughter of Mathilde and Heinz, and she's already grandmother, so let's say the thing is being perpetuated. Now, would not put second. Also, so, also diese Veranstaltung, es ist diese
Veranstaltung, die Stadt Stoldingen organisiert für diese Stolpersteine und für die Familiefeist, hat auch, bringt mehrere Leute zusammen, nicht nur von der Familie, sondern von der Stadt Stoldingen hier. Also einige Freundschaften sind entstanden. Also kann man sagen, dass aus etwas, das gar nicht schön am Anfang sind, doch irgendwas Jahre später sehr Positives entsteht. Dafür bin ich und auch meine Familie sehr dankbar. Also ich würde gerne eine kurze Melodie spielen, aber ich vielleicht warte ein bisschen, bis ich weiß nicht, wie lange das dauert. Technical Intermission. Okay. Oder von Sie Twister über die Paten oder machen wir. Ich kann das auch noch mal kurz was machen. Also der Daniela sagt jetzt über die Paten. Die Patenschaften für Enrique und Mathilde hat Rui selber übernommen. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Isabel. Alfred Feist hat Egbert Busch die Patenschaft übernommen. Ich möchte was korrigieren, ganz kurz. Ja? Ich habe für eins und die Isabel hat für die andere. Also, okay. I am the patron of one and Isabel is the patron of the other stone. Oh, okay. Thank you. Und wir haben noch die Patenfamilie für Roselpreis. Das ist die Familie Kunze. Genau. Sie hat mir jetzt gerade gesagt, ihr Mann kann heute nicht hier sein, weil er sich gerade ukrainische Flüchtlinge kümmert, die hier nach Solingen gekommen sind. Und wir sehen, die Flüchtlingsgeschichten hören leider nicht auf. Und ja, es ist gut, dass Menschen da sind, die sich kümmern. Danke. Ja, wollt ihr mal. So, die zweite Kelle. Pode parar. Pode parar, tem um barco ali. Ah, deixa eu ver. Quer dizer, não tinha aqui a história de detalhes do. Não, já foi bem. E para a maior parte das pessoas é até de faz, não é? Claro, é? Tem que vir mais perto. Põe aqui deste lado. Also auf jeden Fall bitte. Ich kriege hier Paket. Nee, ist aber immer noch so. Ist ein bisschen knapp. Nee. Kannst du mal nach der Bohle gucken, bitte? Nach der Bohle? Ja.
Irgendwo mal zwei Flaschen Schwarzwasser ist das. Das ist nicht so. Also ich packe jetzt die Geige aus, ich spiele eine kurze Melodie. Ist keine jüdische Melodie, obwohl sie sich kann ein bisschen jüdisch klingen. Ich bin ein Amateur, also keine große Erwartung. Einfach, damit es ein bisschen Musik bei der Gelegenheit gibt. Kurze Melodie heißt die das Singen von den Vögeln. Das ist eine katalanische Melodie. Und ist ganz kurz. Für meine Großeltern und Urgroßeltern. Also ich möchte, nachdem ich gespielt habe, würde ich vorschlagen, dass wir eine Minute Schweigen machen. Die erste halbe Minute denken wir an vielleicht an meine Großeltern und auch an den vielen Menschen, die heutzutage leiden. Gerade jetzt in diesen Tagen, die werden immer mehr. In den nächsten Tagen werden schwer sein für viele Leute. Ich werde versuchen, gut zu den anderen Menschen zu sein, und ihnen Wärme vermitteln, zumindest. Die zweite halbe Minute, dass wir uns freuen über die menschliche Freundschaft, die es trotz schlimmer Ereignisse immer noch gibt und die hier sehr präsent zu sein scheint. So, I'm just going to play a melody, a very short melody. I'm an amateur in the memory of my grandparents and great-grandparents. And when I finish, ask for you a minute of silence. The first half minute in the memory of my great-grandparents, but also in the memory of the many people who nowadays suffer, that there are going to be many more in the next times. I don't need to explain that. And then the second half minute that we think that we second half minute that we think of the joy, which is to have friendship, and there's friendship among many of us, and it is present here, as we can see. And thank you all for coming. So, let's get happen. So, and this is not falsch. Yeah.
Der Mikrofon versteckt da schon nicht in die Geige. Heißt Song of the Birds oder das Singen der Vögel. Danke. Very good.